Ja, erweckte Wurzeln. Hast du noch ein bisschen Lebensbäumchen? Ja. Also erwecktes Holz. Erwecktes Holz ist immer gut. Daraus können wir Heiltränke machen. Ah, Regenfäule. Wobei Regenfäule ist nicht ganz so schlimm. Müsste aber blitzanfällig sein. Nein, ist immun. Ach so. Da ist wahrscheinlich Eis bei denen dann effektiv. So, Urwasser. Okay. Dürrwurz. Those wounds. They look like they came from Estelgar's claws. Oh. Gucken wir mal. Fionn, unter dem tosenden Wasserfall liegt die Leiche eines glaffantaischen Elfenjägers zertrümmert auf dem Felsen. Ach, das ist der Jäger, der den Steak hier erlegen sollte. Gebrochene Knochen ragen aus der Haut, doch du bemerkst auch tiefe, parallele Schnitte in dem verrottenden Fleisch. Die Schnitte überdecken fast den gesamten Körper, als wäre er von einem Dutzend Klingen zerfetzt worden. Dieser Wahn ist vermutlich schon vor seinem Sturz von den Klippen gestorben. Du berührst die Stirn des toten Elfens. Die wehte Haut ist mit Wassertropfen bedeckt. Plötzlich durchfährt dich ein Blitz aus der verbliebenen Essenz des Jägers. Die Welt um dich herum verschwindet. Du schleichst laut durch das Unterholz. Der Mondschein berührt kurz deine Arme und beleuchtet sie fahl. Du huschst schnell wieder in die Schatten der großen Bäume der Nordlandschaft. Dein Blutsbruder ist weniger geschickt, genau wie du vermutet hast. Sieh ihn dir an. Schwach, blind, er verdient es nicht, den Ruhm dieser Jagd mit dir zu teilen. Es ist unzählige Jahreszeiten her, dass ein Steiger wie dieser doppelt so groß wie gewöhnlich durch die Wälder bei Zwillingsulmen streifte. Artwin ist auf die Liste hereingefallen. Fast hast du Mitleid mit ihm, doch du bist überzeugt, dass er nur im Weg wäre, wenn das Töten beginnt. Am Fluss ist es sicherer in dem Glauben, dass wir den Steiger flankieren, sobald er hinabkommt, um zu trinken. Aber dem Beute gehört dir alleine. Der Steiger ist größer als du dachtest. Er steht furchtlos auf dem Kamm des Wasserfalls. Seine Silhouette schneidet ein monströses Loch in den Nachthimmel. Eine legendäre Bestie, ein wahrer Jäger. Deine Hand umfasst den Schaft des Speeres fester, den du von deinem Vater hast. Er ist gut ausbalanciert, genau richtig. Du setzt zum Wurf an, du legst all deine Kraft hinein. Der Speer fliegt schnurgerade und trifft sein Ziel. Der Steiger hat nicht einmal etwas gehört. Sein Blut spritzt auf die Felsen, doch er scheint nichts zu spüren. Die Bestie greift an. Der Mondschein lässt seine riesigen Zähne aufblitzen. Deine Hände ziehen deine Klinge, ohne nachzudenken. Du stürzt dich nach vorne, um diesem Monster zu begegnen. Es ist schnell, es zerfetzt dein Fleisch. Du stichst in die Dunkelheit, die dich umgibt, tief. Wieder und wieder. Bis ihre Umarmung lässt. Aber ihre Umarmung lässt sich nicht aufhalten. Also wurde er wirklich im Kampf gegen den Steiger getötet und der andere hat sich diese Geschichte ausgedacht. Ich habe Fionns Leiche gefunden. Seine verweinte Essenz legte mir einen Teil seiner letzten Erinnerungen dar. Im Versuch, den riesigen Steiger selbst zu erlegen, legte Fionn Arwind herein und kämpfte allein gegen die Kreatur, wobei er zu Tode kam. Ich habe zwar schon genügend Beweise für Fionns Schicksal, aber vielleicht kann ich noch mehr über die Ereignisse im Zusammenhang mit seinem Tod erfahren. Ja, wenn ich da hochgehe und den Steiger finde. Und vielleicht komme ich von da oben auch irgendwie nach unten. In die Ruinen. Und ja, ich weiß, ich könnte einfach so reinlatschen jetzt, nachdem ich mit den Reißzähnen gesprochen habe. Ah, das wäre das hier, den Stämmen ausgeliefert. Ich bin einer Elfin begegnet, Anführerin. Der Glafantanov, die Swinnens Expedition verfolgen. Sie will, dass ich mich um die Dürrwälder kümmere, als Beweis, dass ich ein Freund der Kreimfahrt bin, nicht einfach nur ein weiterer Plünderer aus dem Dürrwald. Ha, das ist wirklich wieder so eine schwierige Aktion. Ich hätte vielleicht nicht
zuerst zu ihr gehen sollen. Gut, gucken wir uns hier oben mal um. Bären. Warum müssen hier die Bären aggressiv sein? In Baldur's Gate sind sie es ja eigentlich auch nicht. Also die meisten jedenfalls. So, ich will... Weitlaucher. Ich versitze nur drei und es sind nur Waldlaucher, keine Sumpflaucher. So, und der letzte bitte. Gut, dankeschön. Mhm. Ich hätte gerne den Baum auch noch so. Dankeschön. Und hier ist nur Dürrwurz. Okay. Das heißt, es geht weiter nach oben. Also ich mache sicher jetzt aber mal einen Quicksave. Ich hätte wahrscheinlich einen regulären Save machen sollen, bevor ich mit der Reißzahnjägerin gesprochen hätte. Für den Fall, dass ich jetzt hier irgendwas getriggert habe, was ich nicht mehr rückgängig machen kann. So, hier ist ein älterer Hirsch. Atragan. Okay, die Atragan übernehmen Ito, unsere Leute. Und du sollst nicht Ito mag abgreifen. So, die Atragan sind weg. Oh, Palagina sieht nicht so toll aus. Ich meine, so ein Regenerationstrank. Achso, das ist ein kleiner Heiltrank. Trinke ich trotzdem. So, das war der Adra-Käfer. Das war jetzt schon wieder ein etwas heftigerer Kampf. Sure. Okay, das hier ist ein nettes Lager. Oh. Das Nest. Okay. Ach nee, das Nest ist, glaube ich, der Tempel hier oben, oder? Ja. Die Wolken über den Klippen der Nordlandschaft spiegeln sich auf der irisierenden Oberfläche dieser Adra-Säule. Die Treppe windet sich den Berg hinauf, du steigst mühsam höher und höher. Die Aussicht ist beeindruckend. Nach einem kurzen Stück wird dein Fortschritt allerdings unterbrochen. Ein großer Fels scheint von oben auf den Pfad gefallen zu sein und liegt mitten um deinem Weg. Die Gegend untersuchen. Der Fels liegt eng an der Felswand, sodass du auf dieser Seite nicht an ihm vorbeigelangst. Auf der Seite des Abhangs ist jedoch gerade genug Platz, um auf die andere Seite zu gelangen. Der Fels hat bei der Landung jedoch die Stufen darunter zerschlagen. Wir gehen erstmal weg. Ich habe so nämlich das Gefühl, dass uns das nach oben zum Tempel bringt. Da will ich aber erstmal noch nicht hin. Ich will erst die Nordlandschaft fertig erkunden. Okay, Jäger. Du kommst an eine Lichtung und siehst eine Gruppe Glafantaner. Du siehst eine Gruppe Glafantaner, die in einem großen Kreis dastehen. Sagani schaut von dem Adra-Figürchen zu den Jägern und versucht eine Verbindung herzustellen. Währenddessen drehen sich die Jäger um und bemerken dich. Die Bogen werden gezogen. Kommt von euch einem von euch der Name Persok bekannt vor? Was ist das für eine Estramotorheit?
Sie treten zur Seite und wenden sich dir zu, und als sie das tun, siehst du hinter ihnen etwas auf dem Boden liegen. Inmitten der Fahne liegt ein weißer Hirsch. Sein brillantes Fell wird von dunklen Blutflecken verunstaltet und seine Flanken zittern mit schnellen, flachen Atemzügen. Du spürst eine Gegenwart in dem Biest, etwas Uraltes und Vertrautes. Bevor du aber sprechen kannst, schüttelt etwas zu Boden. Du siehst nach unten und erblickst den Adrabären, dessen helle Augen flackern. Arochs Schatten. Sagani schließt zu dir auf. Ihre weiten, aufgerissenen Augen starren auf den sterbenden Hirsch. Arochs Gesicht wird bleich. Bei Berats Rat ist das. Als einer der Jäger einen Schritt vorgeht, hebt Sagani ihren Bogen, in dem ein Pfeil angelegt ist. Noch einen Schritt näher und du wirst neben ihm ausbluten. Ihre Stimme ist leise und bebend. I'd prepared myself to meet a stranger. To share the honor and history of my village with someone who had no knowledge of us. Even someone who'd scorn our way of life. Als sich die Jäger zurückziehen, senkt sie ihren Bogen. Ich hätte nie gedacht, sekundenlang beobachtet sie die angestrengte Atmung des großen Biestes. Ich hatte mich darauf vorbereitet, einen Fremden zu treffen, die Ehre und Geschichte meines Dorfes mit jemandem zu teilen, der sich nicht an uns erinnert. Vielleicht sogar jemand, der unsere Lebensweise verachtet. Wenn du das tun willst, dann musst du dich beeilen. Ich wollte ihm über die Jahre von Abundance in Masuk erzählen, wie seine Großmütter haben Karibu gejagt und seine Großsöhne haben unsere Mauer stark gemacht. Aber er wird in Minuten weg. Ich wollte ihm von den Jahren im Überfluss in Masuk erzählen, wie seine Enkelin Karibu jagten und seine Enkel unsere Mauern stark machen. Aber er wird in wenigen Minuten sterben. Erzähle ihm von seiner Familie. Sie kniet sich neben den gefallenen Hirsch, legt ihm die Hand auf den Kopf und beginnt zu sprechen. Sie erzählt Perzog von den Familien, die seine eigenen Kinder gegründet haben, und von seinen Söhnen und Töchtern, die selbst so angesehenen Ältesten geworden sind. Sie beschreibt die Jagden, die seine Enkelinnen geführt haben. Die Häuser, die seine Enkel erbaut, und die dutzenden Urenkel, die sie gezeugt haben. Schließlich stößt der Hirsch einen letzten bebenden Atemzug aus und liegt dann still. If you finished your chanting, we need to get to work before the meat spoils. Als Sagani aufsteht, dreht sich einer der Jäger zu ihr um. Hast du deine Gesänge abgeschlossen? Wir müssen an die Arbeit, bevor das Fleisch ver... So ein Arschloch! A great soul inhabited this body. Sie schaut mit grellen Schrecken und Zorn in ihren Augen auf. Hast du keinerlei Respekt? In diesem Körper wohnte eine große Seele. Sie nimmt das Mathe-Artrag von Kirchen. Und jetzt ist nichts mehr übrig. Übrig ist jetzt nur unsere Beute. Noch so ein Kommentar und du kannst dich gleich neben ihn legen. Sie zieht die Jagdmesse und sowas kommt von jemandem, der Steine und längst toten Adra verehrt. She slanders the builders. Sie beleidigt die Erbauer. Sagani, das ist kein Blutvergießen wert. Lass uns alle ruhig bleiben, es gibt keinen Grund für einen Streit. Hast du so schnell all das vergessen, was ich für die Reißzähne getan habe? Very well. We leave you in peace, then. Der Jäger nickt widerwillig. Nun gut, dann werden wir euch in Frieden lassen. So können wir ihn wenigstens noch beerdigen. Bedeutendes Abenteuer abgeschlossen. Erfahrung und Geld zur Festung zurück. Sehr schön. Rational, ehrlich, wohltätig. Gefängnis aus Eis. Die lange Jagd. Wir haben Perstok endlich gefunden. Er war ein Hirsch und ist von Jägern verwundet worden. Sagani erzählt ihm dennoch von seiner Familie. Ich glaube, die Prüfung erinnert sie daran, wie sehr sie ihren Mann und ihre Kinder vermisst. Können wir den nicht begraben? Oh, hier ist noch eine Höhle. Nordlandschaft Höhle.
Da können wir auch gleich noch reingucken. Ach du meine Güte. Älterer Stelgier. Okay, hier sind viele Stelgiere. Aber Stelgiere waren ja kein Problem irgendwie. Okay, das war jetzt gerade wirklich wieder heftiger Tobak, das mit dem Hirsch. Muss ich ja ehrlich sagen. Right. Ready, Watcher. Können wir so sehen. Sagal schüttelt den Kopf. Ein Hirsch mitten in der Glanfahrt. Whatever Persok becomes next, I doubt he'll remember any of this. And yet those 5 minutes with him were more than I've spent with my family in 5 years.